ist verzweifelt, die Zeit läuft ihm davon. Wie jedes Jahr vor Weihnachten hat er noch nichts besorgt. Der Baum steht noch beim Händler, wo immer er auch ist. Die Geschenke sind noch nicht verpackt, auf dass er nichts vergisst. Herr Müller ist verzweifelt, die Geschäfte haben zu. Was soll er denn nur machen, es lässt ihn keine Ruhe. Er fährt mit seinem Wagen in den nächsten Wald hinein. Die erste schöne Tanne soll für Familie Müller sein. Er startet seine Säge und denkt sich insgeheim, wie schön ist doch die Weihnachtszeit, so eisig und verschneit. Weihnachten, besinnliche Zeit, mit der Familie vereint. Gemeinschaft, Ruhe, Geborgenheit, all das ist die Weihnachtszeit. Ja, all das ist die Weihnachtszeit. Aber nicht für Herrn Müller. Herr Müller hat die Tanne am Auto festgeschnallt. Die Gäste schleifen hinterher am gefrorenen Asphalt. Zu Hause angekommen, das Häuschen ist noch leer. Die Familie ist bei Oma, das freut Herrn Müller sehr. Der Baum muss in die Ecke, kaputte Äste sind. Mit Tannen von Lametta geht da doch ganz geschwind. Nur noch ein paar Kerzen gehören auf den Baum. Doch bitte nur elektrisch, sonst brennt der ganze Raum. Ein Stein fiel ihm vom Herzen, Herr Müller hat's geschafft. Nun kann sie doch beginnen, diese stille heilige Nacht. Weihnachten, besinnliche Zeit, mit der Familie vereint. Gemeinschaft, Ruhe, Geborgenheit, all das ist die Weihnachtszeit. Ja, all das ist die Weihnachtszeit. La 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 la. Gemeinschaft, Ruhe, Geborgenheit.